Hallo zusammen und es geht nochmal weiter mit Ghost Recon Breakpoint. Viel Spaß beim Zusehen wünsche ich euch. Ich befinde mich gerade im zweiten Teil der allerletzten Nebenmission von Episode 1. Zuvor musste ich ein Treffen hochrangiger Sentinel-Offiziere zuerst ja ausforschen, dann sabotieren und dann die Offiziere töten. Und nun habe ich ein Treffen mit der Outcast-Führerin E2. Schauen wir mal, was die mir noch so zu erzählen hat und wie die Mission weitergeht, denn sie scheint noch nicht zu Ende zu sein. Dass wir hier enden? Ich habe Meridian und seine Schläger erledigt. Danke, Nomad. Ich schulde Ihnen was. Sagen Sie den Outcasts, dass sie sorgsamer mit ihren Daten umgehen sollen. Wenn Sentinel es schon auf sie abgesehen hat, müssen sie ihnen nicht noch mehr Angriffsfläche bieten. Verstanden. Danke für den Vortrag. Hey, ich bin froh, dass ich helfen konnte. Hättest du gedacht, dass du mein Friedenskämpfer wirst? Stellst du dir je vor, wie es noch sein könnte? Wir sitzen richtig in der Scheiße. Wovon reden Sie? Jesus' Nachrichten haben eine zerstörerische Kettenreaktion ausgelöst und seine Festnahme ist die Konsequenz. Er ist in der Drohnenwartungsstation bei der Bar. Sie müssen ihn retten und wegbringen. Wohin soll ich ihn bringen? Jesus wird das schon wissen. Stellen Sie nur sicher, dass er beschützt wird. Auf dem Weg. Er kidnappt Madeira und schickt seine Leute raus? Klingt, als hätte Stone es plötzlich auf sie abgesehen. Glauben Sie wirklich, wir hatten etwas damit zu tun, dass er den Ausnahmezustand ausgerufen hat? Stone hätte einen Weg gefunden, egal wie. Sie sind ja fast beeindruckt. Walker verfolgte wenigstens ein Ziel. Aber wenn er dachte, er hätte die Kontrolle, hat er sich was vorgemacht. Am Ende erinnert sich Stone immer daran, dass er ungern mit anderen zusammenarbeitet. Erzählen Sie mir vom Anschlag. Es war ein Fehler. Die Scale Foundation hatte keinen strategischen Wert. Es war ein Bürogebäude. Sie befanden sich damals noch nicht im Krieg. Warum also? Aufmerksamkeit. Scaletech hat uns komplett ignoriert, als wir mit ihnen über den Transhumanismus sprechen wollten. Wir wandten uns an das Parlament von Aurora, aber das war ein Haufen von Scale-Groupies. Wir sahen keine andere Möglichkeit, um den Leuten klarzumachen, was wirklich passiert. Nur, dass Zivilisten in dem Gebäude waren. Denen werden sie nichts mehr klarmachen. Ich habe es ja verstanden, okay? Das hatten wir doch schon. Geben Sie Bescheid, wenn Sie eine Möglichkeit kennen, um es rückgängig zu machen. War es das? Oder planen Sie weiterhin, Terroristin zu spielen? Wir sind keine Terroristen. Wir sind Aktivisten, die zu weit gegangen sind. Ich bin mir nicht sicher, was wir sind. Aber der Tod von noch mehr Unschuldigen würde zerstören, was auch immer uns noch zusammenhält. Wissen Sie, warum Sentinel ein Gefängnis in den Notunterkünften eingerichtet hat? Ich war nie da, aber ich habe davon gehört. In Anbetracht von Scales Vision ist es nicht allzu weit hergeholt. Ein illegales Gefängnis in einer abgelegenen Befestigung, auf einem Berg umgeben von Eis und Schnee, wo niemand, der bei klarem Verstand ist, hingehen würde. Nichts für ungut. Kein Problem, aber das Ausmaß ist absurd. Die ganze Bevölkerung von Aurora hätte dort drinnen Platz. Ich weiß nicht, warum Sentinel den Platz braucht. Aber sie backen keine kleinen Brötchen. Das gibt einem wirklich zu denken. Ich habe mich um Ilse Herzog, die Leiterin, gekümmert. Aber wer weiß, ob das etwas nützen wird. Wir müssen wohl abwarten. Bis später dann. Ganz bestimmt, Kampfmaschine.
Captain, hier gibt's auch nichts zu melden. Ich beantrage eine Versetzung. Das ist doch scheiße. Scheiße! Ich hab mir den Knöchel verdreht! Bringe mich in Stellung. Ich geh in Stellung. Zero fest für sowas. Sichtkontakt zum Ziel. Siehst du? Ich fordere meine Freilassung. Du bist jetzt in der Position. Ich gehe sofort. Wir haben kein Recht, mich festzuhalten. Verstanden. Wechsel die Position. Wir draußen sicher nichts finden. Ich hätte dir auch sagen können, dass wir draußen die Infos bei uns gestellt haben. Alle Ziele neutralisiert. Die wissen ganz genau, dass wir hier sind. Danke, dass Sie gekommen sind. Savage ist auf dem Weg hierher. Haben Ito und ich uns schon gedacht. Warum ist Savage hinter Ihnen her? Ich habe die Geschichte verbreitet, die zum Sturz dieser Ratte geführt hat. Und er hat beschlossen, sich zu rächen? Typisch Arschloch. Da steckt offensichtlich mehr dahinter. Aber was zählt ist, dass ich wirklich versucht habe, hier was zu bewirken. Keine Sorge. Er holt sich weder Sie noch diese Outcasts. Machen wir Nägel mit Köpfen. Thank you.
Dann los. Na los, ich hör dich schon. Sie haben die Geschichte über Savage also echt veröffentlicht? Ja, ich schulde Ihnen wohl eine Erklärung. Ich habe zugesehen, wie Savage Dörfer niederbrannte. Er löste eine künstliche Hungersnot aus, richtete Arbeitslager ein und tötete sogar seine eigenen Leute. Ich habe versucht, die Behörden zu informieren, aber die stecken mit ihm unter einer Decke. Savages Leute überwachten den Funkverkehr im Lager. Also hatte ich diese schlaue Idee, eine Nachricht als Song auszuspucken. Als Savages Vorgesetzte ihn hörten, wurde er wegen Kriegsverbrechen angeklagt und aus dem Militär geworfen. Es dauerte ein wenig, aber dann hat er rausgefunden, wer dahinter steckte. Das war es in etwa. Ich verstehe, warum Ito sie für ein Genie hält. Naja, ich war nicht klug genug, Savage komplett zu entgehen. Ich bin also nicht unfehlbar. Hey, wer ist das schon? Einfach weiter geradeaus. Gute Arbeit. Allein hätte ich Savage nie aufhalten können. Ich weiß, ich kann prahlerisch und schroff sein, aber wenn Sie mal was brauchen, egal was, Norbert, sagen Sie Bescheid. Werde ich machen. Danke. Das wäre nun vollbracht. Letzte Nebenmission ist erfolgreich abgeschlossen. Bin gespannt, was jetzt noch kommt. Aber ich vermute, um weiterzukommen, muss ich noch ein paar Fraktionseinsätze spielen. Denn Nebeneinsätze ist alles erledigt. Hauptmission ist alles erledigt. Ja, schauen wir mal. Ich sage danke fürs Zusehen und tschüss, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.